Also wir haben uns gedacht, dass wir eine Webseite machen wollen, weil viele Leute nicht umweltbewusst leben. Und da wollten wir Tipps draufschreiben, wie man das vielleicht einfacher machen kann. Und den Titel haben wir eigentlich per Zufall gehabt. Es war am Anfang einfach so ein Test, ob alles funktioniert. Und dann haben wir gedacht, das passt vielleicht, weil Hallo Welt, ihr sollt mal aufmerksamer werden. Und wir haben zwei verschiedene Designs gemacht, einmal so in mehr bunt und einmal in nur grün. Auf der Home-Seite kann man erstmal so ein bisschen die Info haben, so was es da so gibt. Auf News ist halt dann so ein bisschen was Neues. Und Tipps kann man halt, wie man sich halt für die Umwelt einsetzen kann, was man verbessern kann. In Hacks sind dann ja auch sowas Ähnliches wie Tipps. Ja, da kann man halt so Sachen selbst machen. Dahinter haben wir auch immer den Link geschrieben, damit man da hinkommt. Ja, und bei Rezepten kann man dann was selbst kochen. Hier zum Beispiel italienisch. Dann kann man da eine Bolognese machen. Das zweite Design ist vorne ziemlich identisch, hat auch hier immer die gleichen Inhalte, ist halt grün. Dann haben wir hier anstatt italienisch und asiatisch vegan und vegetarisch. Aber das hat der auf der anderen Seite irgendwie nicht übernommen. Als Programmiersprachen haben wir HTML und CSS benutzt. Das ist jetzt der Index, also die Home-Seite und dann zum Beispiel News. Und dann sieht es immer so aus. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.